Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei dem Hotel Colosseo. Wir sind heute hier am Europapark, 3 Wochen nachdem wir das letzte Mal hier waren, um, was tun wir eigentlich hier? Essen. Ja, genau, Essen, FKF-Convention. Waren wir die letzten Jahre auch schon. Die hat ja sonst immer in Düsseldorf stattgefunden. Jetzt das erste Mal im Europapark, ein bisschen größer aufgezogen, weil wir sonst immer so auf 100, 120 Leute begrenzt waren. Jetzt können bis zu 500 Leute mitmachen, glaube ich. Wir gucken mal, was da heute los sein wird. Und ich bin das erste Mal auch hier in dem Colosseo Hotel, Sarah auch. Ne? Ben ist auch am Start, der steht da hinten, ist auch am Vlog. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein, ne? Und guten Morgen und herzlich willkommen und ja, es geht endlich los. Ja, es geht endlich los. Das ist auch für uns ein ganz besonderer Moment. Aber bevor ich jetzt weiter erzähle, möchte ich mich natürlich erstmal ganz kurz vorstellen. Thorsten Eden ist mein Name für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Und ich bin der erste Vorsitzende dieses Vereins, also vom FKF, vom Freundeskreis Kirmes und Freizeitparks e.V. Und ich darf euch ganz recht herzlich begrüßen zu unserer Convention in diesem Jahr und zum ersten Mal, ja, ganz klar, ihr habt es mitbekommen, wir sind im Europapark und machen hier unsere Convention mit fast 200 Teilnehmern. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, auch noch nicht erträumen lassen. Aber jetzt ist es so und da bin ich, aber da spreche ich auch für mein gesamtes Team natürlich schon sehr, sehr stolz drauf, dass ich das so entwickelt hat und dass es so gut funktioniert. Deshalb zum einen natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid, dass ihr, wie heißt es immer so schön, ein Ticket gekauft habt, aber natürlich auch ein ganz, ganz großes und fettes Dankeschön schon jetzt vorweg an das ganze Team, die dahinter stecken, die wirklich ein Jahr lang daran ganz, ganz hart gearbeitet haben und jetzt sich auch einfach freuen, dass es endlich losgeht. Also ein ganz, ganz fettes Dankeschön. Und bevor wir jetzt gleich mit unserem ersten Speaker, mit dem Jan, offiziell starten, ein paar ganz kurze Hinweise und organisatorische Sachen. Ihr habt den Hinweis, der hier auf dem Screen zu sehen ist, ganz deutlich gesehen und auch an den Eingangstüren, das ist ganz, ganz wichtig. Noch was zum Thema Fotografieren, Aufnehmen. Also Aufnahmen und so weiter. Es ist so, die Speaker werden immer im Vorfeld ankündigen, ob Aufnahmen erlaubt sind. Wir haben uns aber so ein bisschen darauf geeinigt, Fotos machen, das ist natürlich gar kein Problem, das könnt ihr zwischendurch, es sei denn, dass ein Speaker explizit sagt, er möchte das nicht oder er möchte das ab dieser Stelle nicht oder wie auch immer. Also das dann bitte natürlich unbedingt beachten. Ich freue mich jetzt, dass es losgeht, dass es wirklich endlich losgeht mit dem ersten Speaker und da darf ich den Jan auf die Bühne bitten. Ich mache es so, dass wenn ich die einzelnen Speaker ankündige, werde ich gar nicht so viel zu den Speakern selber erzählen, auch gar nicht zu deren Inhalten, die dann kommen, weil zum Teil weiß ich sie auch gar nicht. Aber das überlasse ich natürlich auch den Speakern selber, sich einmal vorzustellen und dann eben auch das vorzustellen, was dann kommt. Aber den, ja, den möchte ich jetzt einmal auf die Bühne bitten. Unser erster Speaker für diese Convention in diesem Jahr. Ich freue mich sehr und wünsche euch nochmal ganz, ganz viel Spaß. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr alle da seid. Es geht los mit dem ersten Vortrag. Bevor ich darauf eingehe, was ihr heute hört, möchte ich mich einmal ganz kurz vorstellen. Einige kennen mich schon, andere vielleicht noch nicht. Ich bin Jan, ich bin Mitbegründer der Boo Crew. Die Geschichte der Boo Crew werdet ihr gleich noch erfahren. Ich bin in der Boo Crew der Creative Director, das heißt, ich bin zuständig für Maze Design, Sound Design, Logo Entwicklung. Wenn ihr mal Logos gesehen habt von der Boo Crew, die kommen von mir. Und ich bin erster Vorsitzender. Noch, den Posten gebe ich vielleicht irgendwann mal ab, das ist sehr anstrengend. Neben diesen ganzen Posten spiele ich natürlich auch nicht mehr ganz so viel wie früher, aber ich habe schon so einige Rollen bekleidet in der Boo Crew. Das da oben, das nette Grinsen, das war 2004 unser allererster Auftritt. Und ich spiele gerne
Ärzte mit Schnurrbart und Brille, das ist der Morten. Ja, das war in der Geisterstadt. Also ich spiele auch leider nicht mehr ganz so häufig. Das war jetzt im letzten Jahr in unserem Grand Hotel Morten. Da werdet ihr nachher auch Bilder von sehen. Erstmal erzähle ich was zur Geschichte. Wie kommt es überhaupt dazu? Wie haben wir uns zusammengefunden? Was haben wir schon alles für Auftritte gemacht? Wo hat man uns gesehen? Dann erzähle ich ein bisschen was über die Struktur. Das ist ganz spannend, wie wir uns organisiert haben, wie wir das überhaupt schaffen, solche Events zu stemmen. Und das wird wahrscheinlich einige sehr interessieren. Ich erzähle was über den Maze-Bau, nämlich wie wir unsere Attraktionen bauen, Bau, Effekte, Deko. Der Santa Maria Stand, der ist vor 10 Jahren dicht gemacht worden, ist zugewuchert, haben wir gesagt, super, genau das brauchen wir und haben nichts anderes gemacht, als das einmal aufzumachen, einmal die Wege gefegt und das war's. Dort gibt es die Zombie Escape, über das Jahr ein Live Escape Game, wo die Gäste in 12 Minuten Rätsel lösen müssen und von Zombies gejagt werden, weil unsere Zombies sind schnell, das ist das Gemeine. Die Gäste sind aber schnell, das kann ich nicht sagen. Und zu Halloween bauen wir das Ganze in Obscuria um, das läuft noch, das ist das Thema einer Freakshow, die sich da eingenistet hat. Das Besondere ist, dass die Gäste über weite Strecken alleine durch diesen zugewucherten Parkbereich gehen, extrem atmosphärisch. Für die Spieler super, weil die einzige Anweisung war, lasst den Freak in euch raus und das tun die. Wir haben eine bärtige Frau, wir haben eine 2 Meter große Ballerina mit Zöpfen, Bart, natürlich irre Clowns, den Zug kennt vielleicht noch einige, der liegt jetzt bei uns in Obscuria. Wir haben eine Zirkusmanege, also ja, das ist Sina, also die bärtige Frau, der ist nur angeklebt. Kommt auch extrem gut an, natürlich gerade Clownphobie gibt es ja, da hauen wir natürlich genau in die Kerbe rein. Unsere neueste Kreation ist Subterra, da zeige ich aber nachher noch ein bisschen zu. Thema Untergrund, unser bisher größtes Indoor-Maze, hat auch einige Besonderheiten. Geht darum, dass es eine stillgelegte U-Bahn-Station gibt, wo die Gäste reingehen. Natürlich klemmt das Tor durch, dass die Gäste gehen, sie müssen woanders gehen und verdammt, da sollten sie eigentlich lieber nicht hin. Ein paar Ideen verwerfen wir, ein paar Ideen sind so freaky, dass sie erstmal in die Schublade kommen. Also da wird uns noch einiges erwarten in den nächsten Jahren. Dann arbeiten wir das aus, bis wir sagen, ja, so könnte das sein. Das ist einer der fast fertigen Entwürfe von Subterra. Wenn wir dann soweit sind, dass wir sagen, ja, das könnten wir so bauen, dann gehen wir wirklich in die richtige Planung. Und da werden dann Grundrisse erstellt. Wir erstellen 3D-Modelle. Der nächste Schritt wird sein, dass diese 3D-Modelle so detailliert sind, dass wir da sogar Teilelisten rausziehen können. Das können wir leider noch nicht. Das mache ich noch alles mit Excel. Das wird der nächste Schritt sein. Die Programme dafür haben wir schon, einzig die Zeit fehlte uns. Und dann wird verfeinert, noch optimiert. Dieser Raum da unten, der fliegt jetzt raus. Der wird neu gebaut in diesem Jahr. Da müssen wir noch eine Sache machen, gerade wenn wir mit dem Heidepark zusammenarbeiten. Die wollen das natürlich vermarkten. Die geben uns auch das Geld dafür. Die wollen ein Konzept haben. Das heißt, wir schreiben ein Konzept mit Moodboards, mit Kalkulationen, mit technischen Daten drin, stellen das vor, machen eine kleine Präsentation und haben bisher immer einen Daumen hoch gekriegt. Wir haben gerade den Vortrag zu Crew gehört und jetzt hier eigentlich Huse. Kennt ihr den eigentlich? Ich bin irgendwie ein komischer Schweizer. Schweizer. Ja. Nein, China K88, schaut mal vorbei. Was soll ich jetzt sagen? Genau, nächster Vortrag. Ralf Latotzki redet über Achterbahn, Freizeitpark in New York. Habe ich das richtig in Erinnerung? Irgendwas mit New York. Der Witz, wir werden es gleich sehen. Und ja, gerade die Blue Crew gehört und auf jeden Fall sehr interessant. Die machen ja die Maces seit Jahren jetzt schon für den Heidepark zum Beispiel. Und ja, sehr interessante Sachen erlebt, wie Maces gebaut werden erlebt. Und ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. So, wie sah es bei dir aus? War interessant. Auch für dich? Was fandst du am besten? Also war schon krass zu sehen, was für ein Aufwand da so hintersteckt. Ja. Ich gehe ja nicht in Maces. Vor allem machen die das alles ehrenamtlich und werden dafür jetzt nicht bezahlt. Die kriegen halt das Material gestellt. Wir kriegen Hotel gestellt dann, dass sie da übernachten können, aufbauen können. Aber sonst ist es alles ehrenamtlich. Ja, der Applaus gehört ganz eindeutig, wie Ralf selber schon gesagt hat, Fragen natürlich herzlich willkommen. Dank.
geht schon die erste Hand hoch. Ja, ich hätte zwei Fragen. Erstens hast du am Anfang gesagt, der Lunapark wäre der erste Park gewesen, der Eintritt verlangt hat. Das war der Sea Lion. Oder Sea Lion Park. Hat der denn dann zusätzlich für die Attraktion auch Geld verlangt? Oder? Ja, das war das gewöhnliche Geschäftsmodell von denen. Beim Lunapark konnte man auch für höheren Preis einen Pauschal-Eintritt mit allen erwerben. Und beim Steeplechase Park gab es ein Ticket, wo man für relativ wenig Geld so einen Pass bekam, mit dem man alle Attraktionen genau einmal machen konnte. Essen, essen. Ich habe leider meine GoPro vergessen, aber wir essen jetzt. Ich mache das jetzt mit der Kamera eben. Da unter die Sonne muss jetzt nicht sein, aber es ist schönes Wetter, das ist schon mal gut. Und ja, gibt es jetzt gleich Buffet, ne? Ja. Die müssen wir nur finden. Wenn wir uns das einschütten, setzt sich keiner hier hin. Das ist so. Ah, da hängt auch schon eine Jacke, das ist so supi. Ja, ich denke ja auch. Ja, ich nicht, ich habe nämlich keine Jacke. Ja, super. Also das ist auf jeden Fall schon mal deutlich pompöser als sonst, ne? Jetzt hier so mit einem richtig geilen Essen. Ich habe auch noch einen Bock für euch. Okay, dann zeig mal, wo du unser Essen denn hast. Willst du die Kamera einfach hier liegen lassen? Ist dir nichts wert? Ich bin doch alles Freunde hier. Ja, lieber Patrick, ich glaube, dieser Applaus ist jetzt nicht nur für den Vortrag, sondern eben auch für das geschaffene Werk. So bezeichne ich das jetzt einfach mal. Ich gehöre selber zu denjenigen, die die alte Eurosatte sehr, sehr geliebt haben, aber die jetzt auch die neue Achterbahn mit dem Thema, mit allem, was dazugehört, auch sehr, sehr, sehr lieben. Und für mich ist es immer noch die schönste und beste Bahn im Park. Die fahre ich immer wieder gerne. Jetzt geht es gleich weiter mit einem wirklich ganz großen, ganz tollen Highlight. Aber wie ich schon angekündigt habe, jetzt zwei, drei Informationen im Vorfeld. Wir gehen gleich raus in den Park. Wir werden jetzt gleich die große Gruppe, so wie wir alle zusammen sind, aufteilen. Ihr habt Kärtchen bekommen mit A, B, C, D, E. Jetzt wichtig, wir werden aus diesen fünf Gruppen jetzt gleich drei Gruppen machen, weil wir drei Guides haben, plus noch zusätzliches Sicherheitspersonal, die uns begleiten werden. Und wir werden es jetzt gleich so machen, dass wir grundsätzlich bei den drei ersten A, B und C bleiben. Die gehen nach draußen, versammeln sich, da stehen dann gleich Erik, Claudia und Sven mit entsprechenden Schildern. Ihr geht dann dazu. Diejenigen, die zur Gruppe D und E gehören, die werden wir dann gleich auf die anderen Gruppen aufteilen. Ihr könnt es euch denken, es macht Sinn, dass wir gleich große Gruppen haben. Dann haben wir am Ende alle etwas davon. Wir haben ein sehr, sehr spannendes Programm. Gleich vor uns, ein Teil habt ihr schon gehört, wir werden Richtung Concorde Coaster gehen, aber das ist noch nicht alles. Wir werden insgesamt 2 bis 2,5 Stunden unterwegs sein. Natürlich gilt, auch das möchte ich nochmal erwähnen, schaut, wo ihr hintretet, die üblichen Sicherheitsgeschichten. Jeder ist für sich selber verantwortlich, bringt euch da, wir werden jetzt nichts Gefährliches machen, aber bitte schaut einfach eben, wo tretet ihr hin, was macht jeder gerade für sich, dass da nichts passiert. So, und jetzt habt ihr noch ganz schnell, weil wir sind gleich 2 bis 2,5 Stunden unterwegs, ganz, ganz schnell die Möglichkeit für die Toilette und dann vorne entsprechend bitte versammeln. So, der Tag ist schon ein bisschen weiter vorangelaufen, aber ich möchte euch noch ein bisschen was sagen, denn wir hatten vorhin, das habe ich noch gar nicht gesagt, einen Vortrag von Patrick Marx. Der ist hier für einige Projekte im Europapark zuständig gewesen, zum Beispiel den Eurosat Kankan Coaster, das Voletarium. Und hat uns ein bisschen was zum Kankan Coaster Umgestaltung erzählt, war auf jeden Fall sehr cool. Ich dachte erst, es ist das, was man eh schon kennt, weil es gab ja auch einige Videos, wo er ein bisschen was erzählt hat. War es aber nicht, also es war echt nochmal was Neues. Und anschließend sind wir mit einigen Mitarbeitern des Europaparks nochmal in den Park reingegangen und haben ein paar Backstage-Führungen bekommen. Zum einen eben beim Eurosat Kankan Coaster, da durften wir einfach mal unten auf diese Drehweiche und sind einfach quasi unten einmal rumgelaufen. Dann waren wir beim Voletarium, konnten uns alles mal aus der Nähe anschauen, haben die Gondeln gesehen von hinten, von vorne, von überall. Konnten um die Leinwände rumlaufen, um die Leinwand rumlaufen, waren im Führerstand, waren auf dem Dach vom Voletarium mit einem super Ausblick über den Park. Und zu guter Letzt, das haben wir ganz am Anfang gemacht von dieser Tour, waren wir noch bei Arthur, haben wir auch einmal in die Wartungshalle gesehen, einmal in die Stationsgebäude und da einmal ein Blick hinter die Kulissen geworfen. Zum Schluss sind wir im P-Express wieder von Griechenland zum griechischen Themenbereich zurück zum Hoteleingang gefahren und ja,
Fotos waren leider nicht erlaubt, aber ja, das macht ja auch die FKN schon ein bisschen aus. Müsst ihr hier hinkommen, wenn ihr sowas auch erleben wollt. Und ja, wir haben uns jetzt gerade mal ein bisschen angezogen, denn wir gehen gleich mal eben raus und Sachen wegbringen. Gleich gibt es nämlich schon wieder Abendessen, Mittagessen hatten wir vorhin. Und Quiz, nein, Quiz hatten wir auch noch was gemacht. Da gab es 3 Runden. Die erste Runde ging eher so um Freizeitparks. Die zweite Runde ging um Kirmes. Da bin ich dann auch zufälligerweise reingerutscht. Mo ist der Tausendsassen. Ja, und habe dann auch gewonnen. Sarah hätte auch gerne die Kirmesrunde mitgemacht. Ja. Und Ben auch. Weil ich meine, das ist ja einfach zu sagen, im Nachhinein, ja, alles gewusst. Aber ich habe heute, also bei der Runde mehr gewusst, als das Mal, wo ich dran war. Ja. Und von allen Runden, die heute dran war, danke, Moritz. Ich mich ja, aber was willst du auch bei Kirmes großartig fragen, außer ja. Fahrgeschäftsnamen oder irgendwelche Schausteller? Und das hat man halt irgendwie dann im Kopf. Wir haben auch Fahrpreise gefragt, der hat uns sowieso alle Fahrpreise notiere. Fahrpreise auf dem Oktoberfest von Dr. Archibald war die Frage. Und ja, das habe ich dann halt im Kopf, wenn ich mir das notiere für die Videos und so weiter. Aber auch so, ich habe mir gewünscht, die erste Runde zu machen, weil da hat man halt so ein paar Leute, die es auf jeden Fall wissen, und da wird man nochmal so ein bisschen geforderter als bei der Kirmesrunde dann. Weil das ist halt so das tägliche, was ich mache. Ne? Und ja, auf jeden Fall egal. Vielleicht nächstes Jahr. Egal. Ja, ich spreche einfach mal in die Musik rein. So, also zunächst mal, es geht hier um ein Frage-Antwort-Spiel. Es ist nicht Multiple Choice, abgesehen von einer oder zwei Fragen, wenn ich mich richtig erinnere. Es wird ein bisschen nerdy, insbesondere die zweite Runde könnte für die Kirmes-Leute extrem interessant sein, aber da habt ihr keinen Einfluss drauf, denn das Los entscheidet, wer mitspielt. Hey. So, dann macht der Lukas jetzt mal weiter mit einmal drücken. Das hat auch funktioniert. Du kennst das Spiel? Sehr gut, das tut's auch. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr Saft von dem Laptop Lautstärke technisch bekommen. Und Stefan, der tut's auch. Es gibt so einen deutschen Bauleiter eines Spezialbetriebs für den Achterbahnaufbau. Der ist in unserer Szene doch schon ziemlicher Kult. Dieser Bandmaßchef ging mit seinem legendären Ausraster. Hallo? So, das ist der Ronny Schäfer. Ja, das. Der Trick an der Sache ist, man sollte warten, bis die Frage richtig zu Ende gestellt worden ist. Diese Antwort war falsch. So, der Bandmaßchef ging mit seinem legendären Ausraster in Norwegen durch Funk und Fernsehen. In der wohl bekanntesten Szene, ich glaube, wir haben die heute schon mal gesehen, steht er auf einem nicht verdichteten Kranplatz, an dem er einen Kran mit 60 Tonnen abstellen soll. Wie lang hätte der Verursacher seines Ausrasters das Bandmaß seiner Überzeugung nach sein müssen? Marvin, 8 Meter? 8 Meter ist korrekt. So, jetzt wisst ihr, glaube ich, ungefähr, auf was für einem Niveau und so wir uns bewegen. Also, gut gemeinter Tipp, Fragen bis zum Ende hören. Apropos, genau deswegen sind die Norweger nämlich nicht in der EU, weil die... Bei der Achterbahn, welche in der legendären Dokumentation aufgebaut wurde, handelt es sich um ein schickes Produkt aus dem Hause Intamin. Der Accelerator Coaster trägt den Namen Speed Monster. Wie heißt denn der Freizeitpark, in dem die Bahn steht? Marvin. Thusenfried. Thusenfried ist richtig. In den USA gab es recht viele Achterbahnen mit dem Namen Blue Streak. Die meisten davon aus Holz. Neben dem Conneaut Lake Park gibt es noch einen weiteren in Betrieb befindlichen Blue Streak in Ohio. Genauer gesagt in Cedar Point. Über wie viele Lift Hills verfügt Blue Streak in Cedar Point? Einen, oder? Einer ist richtig. Zugegeben, das war eine kleine Fangfrage. Ich bin davon ausgegangen, die meisten denken sich, nee, einer kann es nicht sein, das müssen mindestens zwei sein, aber Respekt, gut beantwortet, dementsprechend gewinnen. Nee, weil so bin ich die Bahn aber auch im Juni gefahren. Okay, dann hast du ja das Layout noch präsent. Ja, dementsprechend Gewinner der ersten Runde ist damit der Marvin. Habe ich eigentlich gesagt, zu gewinnen gibt es außer Ruhm und Ehre nichts. Also dementsprechend, Marvin, lass dich gerne feiern. Du hast sehr gut triumphiert. Die Herbstmesse findet auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt statt. Auf dem Platz Rosenthalanlage findet sich ein interessanter Mix aus alten und neuen Fahrgeschäften. Eins davon stammt vom österreichischen Hersteller Funtime und konnte bereits in ähnlicher Form im Wiener Prater gefahren werden. Der Betreiber ist Hans-Peter Meyer und das Fahrgeschäft feierte 2018 seine Premiere in Düsseldorf. Könnt ihr mir sagen, um welches Fahrgeschäft es sich handelt? Moritz, das ist das Chaos-Pendel. Das ist das Chaos-Pendel, korrekt.
wir schlagen den Bogen zurück zum Winter Wonderland. Die Veranstaltung in Riad heißt nämlich genauso. Auf diesem Saudi-Arabischen also steht nicht nur das Alpenhotel, sondern einige weitere Großgeschäfte, die im letzten Jahr aus Deutschland zusammengekauft wurden. Mancher Kirmesfan zürnte wortreich in Internetforen, Kaufentscheidungen wurden dadurch aber überraschenderweise nicht rückgängig gemacht. Was war denn einer dieser vielbeweinten Verkäufe mit dem Außenblick? Kinders. Artistico. Artistico, ist richtig. Unser letztjähriger FKF-Award-Preisträger Dr. Archibald stand dort auch im Jahr 2019. Wie viel Euro Eintrittspreis wurde denn da aufgerufen? Moritz? 10 Euro. 10 Euro, ist richtig. Wie wir sicherlich ja wissen, sind Loopings nicht kreisrund, sondern folgen einer enger werdenden Kurve, welche sich am Scheitelpunkt wieder weitet. Diese Kurve ist durch die Eigenschaft eindeutig bestimmt, wisst ihr ja alle, dass die Krümmung an jeder Stelle der Kurve proportional zur Länge ihres Bogens bis zu der Stelle ist. Wie heißt diese Kurve? Tim! Klotoide! Wenn du jetzt das Mikrofon benutzt hättest, wäre es ein Applaus. Das ist eine Klotoide. Klotoide ist korrekt! Klotoiden werden ja, das wisst ihr sicherlich auch alle, nicht nur im Achterbahnlauf verwendet, sondern man hat die beispielsweise auch bei Autobahnkreuzen und Ausfahrten eingesetzt. Nicht ganz so klotoidenförmig hingegen waren die Loopings, die um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts so gebaut wurden. In Paul Boyton's Sea Lion Park auf Coney Island, ich glaube, das habe ich heute schon mal gehört, stand in eben dieser Zeit auch ein Vertreter dieser Art, gebaut von Lionel Beecher. Wie hieß diese Bahn? Habt ihr geschlafen? Es ist wirklich zum Ausflippen mit dieser. Okay, machen wir die Frage zu. Wer weiß es? Wer aufgepasst hat? Außer Ralf. Wollt ihr es auch auf drei einfach rufen? 1, 2, 3. Flip-Flap Railway. Wie gesagt, wir hauen jetzt nicht ab. Es gibt gleich noch Essen, das nehmen wir natürlich mit. Wir bringen nur mal eben unsere Taschen ins Auto, damit wir die schon mal weg haben und gleich nicht irgendwie unterm Esstisch stehen haben. Und dann wird es für heute auch gewesen sein. Puh, das ging jetzt alles schnell. Uiuiui. Ich habe so gar nicht gewielobt. Oh, hier ist ja richtig schön ruhig. Wir sind im Hotel Colosseus, habe ich heute Morgen schon gesagt. Und es ist überraschend voll, ne? Das ist ja gut ausgebucht hier, ne? Ja. Hier laufen Leute rein, raus. Doch, das ist ja nicht so weit, das Hotel. Sarah, mach dir nicht so solche Gedanken. Und dann gibt es nicht mehr die neutralen Gerichte, die ich auch macht. Wir gucken. Ja. Also es war echt ein bisschen kritisch vorhin, es war ein bisschen wenig Essen auch, aber ja, ist halt das erste Mal hier im Europapark, gucken wir mal. Ja, hier ist jetzt irgendwie Party oder so, keine Ahnung. Oh, Kinderdisco, yo. Ja, das ist doch eine super Sache. So, in diesem Sinne. Tag 2. Wir sind wieder da, wo wir heute Morgen gestern Morgen angefangen haben. Und ja, ab ins Hotel Colosseo. Hoffentlich kriegen wir wieder noch einen Sitzplatz, der gut ist. Und ja. Ich denke nämlich schon, dass sich jetzt alle umsetzen. Ja, ich auch. Ben denkt, dass alle genauso hinsetzen wie gestern. Komm, lass erst rein, dann haben wir deine Jacke dahin, dann kannst du aufs Klo. Auf jeden Fall. Das sitzen echt alle so wie immer. Das hätte ich echt nicht gedacht. Hier läuft übrigens Planet Coaster Musik für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Das heutige Programm? 4 Vorträge müssten sein. Einmal Layout-Entwicklung bei Mark Rides. Dann was über Licht. Das ist der Ersatz für Dominik Hertrich, der eigentlich was über Kranger Weihnachtszauber erzählen wollte. Dann gibt es die FKF-Award-Gewinner. Das könnte auch interessant werden. Morgen! Und nach dem Licht geht es dann auch noch einmal um die statische Berechnung von Holzachterbahnen. Da wird es noch einen Vortrag drüber geben. Und zu guter Letzt. Genau, da, Rolantica. Ne, zu guter Letzt kommen die Holzachterbahnen und davor kommt was über den Bau von Rolantica oder generell über Rolantica steht hier. Dann um 15.45 Uhr Abschluss, um 16 Uhr soll das Ganze hier zu Ende sein. Und da müssen wir auch noch wieder 5 Stunden nach Hause. Es geht auch gleich weiter. Ich freue mich sehr, darf ich bitten, einmal Maurice und Joschka von der Firma Mack Rides. Und ich übergebe auch direkt das Wort und feuerfrei, die Bühne gehört euch. Ja, dann auch herzlich willkommen von unserer Seite. Wir kommen von Mack Rides, Joschka und ich, und wollen euch eigentlich nur mal kurz erzählen, was unsere Aufgaben so sind, was wir bei uns machen. Also 3 Sachen. Das erste kennt wahrscheinlich schon jeder, ist der neue XSC im Popsaland nächstes Jahr.
Ja, sind wir natürlich sehr stolz darauf, dass wir jetzt ein XSC auch bei uns in der Region haben, sag ich mal, in der Region. Aber jetzt in der Nähe freuen wir uns natürlich riesig drauf. Sehr gut. Ja. Dann erste richtige Neuheit. Ich lasse einfach mal laufen. The Rocking Boat. Discover our newest boat ride concept. Let's go for an adventure-packed water ride as we head down rushing whitewater rivers that wind through glacier-carved canyons. The lower and upper chassis are connected, which compromises an independent movement of the upper floating body, just like a real boat. With our submerged drive motor, you have the permanent control of speed and position of the vessel. The rocking boat has an extremely tight track radius, so you can do unexpected turns with near-miss effects of beaming elements. With this new ride system, there are no visible channel walls, giving your guests the feeling to really flow with the stream. Sudden dips and drops are also possible as a track-guided element or just down a little waterfall. We can also offer interactive possibilities to allow guests in defined areas to control the boat's speed and travel direction. As this boat is seaworthy and non-capsizing due to the connection to the guide vehicle on track, you can create stunning rafting effects with off-board wave machines. Are you ready for the rocking boat? This water ride will thrill the whole family. Media integration in a water ride never was so easy as with this boat ride. The boat is capable of going forwards and backwards, and it can stop at any point of the track, making it extraordinarily useful during themed and timed ride events. With no channels visible for your guests, they will never know where the boat is heading next. Bring the feeling of an adventurous outdoor sports like wild river rafting to the whole family without the real danger. With this new ride system by Mach Rides, the Rocking Boat. Wir glauben schon, dass man das auch sehr vielseitig einsetzen kann, also teilweise auch in Achterbahnbereichen, wo das Boot dann halt fest auf der Schiene ist und dann halt auch in Splash-Bereichen, also wirklich vielseitig einsetzbar und sind auf jeden Fall gespannt, was wir da in Zukunft zeigen können. dann die letzte Neuheit. Vortrag fertig, aber noch nicht ganz. haben wir noch ein bisschen Zeit? Wir haben uns noch was überlegt, was wir machen können. Wir haben gedacht, wir könnten noch mal einen Layout-Rahmen machen. Also wir haben natürlich ein paar Layouts ausgedacht, die ihr erraten müsst. Und wir haben ein paar Preise da. Packen wir was aus.
Wir haben einmal so richtig coole Mack-T-Shirts. Die kriegt man eigentlich auch nur als Mitarbeiter. Also wer ein Layout richtig erregt, kriegt eins. Wir haben M und L da. Dazu nach dem Buch. Und ganz special noch Mack Rides Grillzahn. Ja. Sehr gut. Ich jetzt auch gesagt. Genau, oder so. Das ist einfach. Das ist das neue Ding im Plopsaland. Der XCC LS. Sehr gut. Ja? Wo? Ja, sehr gut. Lieber Joschka, vielen, vielen, vielen Dank und mehr Applaus. Ein großes Dankeschön aber auch an Maximilian und an Herrn Köbele, die sich auch die Zeit genommen haben, um jetzt hier bei uns zu sein. Das finden wir ganz, ganz, ganz toll. Natürlich bekommt ihr auch ein kleines Geschenk von uns, die... Ja, mein Helfer kommt schon um die Ecke geschnellt. Ja, bei mir persönlich, wir haben jetzt ja eben schon darüber gesprochen, es ist wirklich so, seitdem der neue Extreme Spinning Coaster in Silver Dollar City eröffnet wurde, habe ich immer gesagt, so, das ist die Bahn, die ich jetzt am liebsten als nächstes fahren möchte. Die liegt natürlich so ein bisschen ungünstig von dir, auch wenn wir als Verein in dem Park schon waren. Und deshalb freue ich mich jetzt wahnsinnig, dass im Plopsaland dann demnächst auch so eine Anlage stehen wird. Also da ja, muss ich tatsächlich so sagen, genauso, ja. Das ist mit eines der Projekte, auf die ich am meisten gespannt bin und auf die ich mich am meisten freue. Aber ich glaube, das können wir sagen. Ihr werdet dann noch einiges entwickeln, machen und tun in den nächsten Jahren. Viele verrückte Sachen und irgendwann sitzen wir auch hier wieder zusammen und werdet uns vielleicht nochmal neue Sachen präsentieren. Also ein großes Dankeschön nochmal an euch. Das ist jetzt echt geiles Timing, weil wir sind auf 11 Sekunden genau in der Zeit. Das passt. Fantastisch. Also, mein Name ist Jens Dumstadt. Ich bin offiziell Online-Redakteur, mittlerweile 48 Jahre alt, zwei Kinder und bin seit 2000 Mitglied auch im FKF. Und fand, das war für mich eigentlich immer das Zuhause, wo ich mich von Anfang an wohlgefühlt habe, weil in meiner Familie hat mich niemand verstanden. Ihr kennt das vielleicht. Da ist das immer so, mein Vater hat immer gesagt, oh Gott, wo hast du das denn her? Okay, bei mir ist es so, ich habe mich lange Zeit für Kirmes und Freizeitparks an sich interessiert und wie das so war, ich bin 71 geboren, da war das noch nicht so wie heute, es war noch nicht so thematisiert, aber nichtsdestotrotz, ich war immer fasziniert und irgendwann habe ich für mich meine Disney-DNA entdeckt. Das ist sicherlich einigen von euch bekannt. Im Grunde genommen, es ist der Bereich, der die Transformation in eine andere Welt besonders gut darstellt, weil durch die Perspektive, die man hat, wird man ja quasi auf die Größe eines Spielzeugs geschrumpft. Die Story dahinter ist ja letzten Endes Andy, der bekannte Star quasi aus der Toy Story Trilogie, oder mittlerweile gibt es ja 4 oder 5 Filme von ihm, hat in dieser Geschichte quasi im Garten gespielt und hat im Garten beim Spielen die Spielzeuge liegen lassen. Und man kommt quasi in diesen bespielten Garten rein und bewegt sich durch die Spielsachen, die Andy dort liegen gelassen hat. Illuminations ist das beste Beispiel. Das ist im Grunde genommen eine Sonderform von Beleuchtung, weil es dabei nochmal dieses Architektur-Mapping macht, kennt man auch schon aus anderen Parks. Und man muss wirklich sagen, die Kombination aus allen Elementen, die so perfekt gesteuert werden, das ist schon wirklich ganz was Besonderes. Und ja, ich bin gespannt, was die nächsten Jahre kommt, so wie es aussieht. Ist ja noch einiges zu erwarten, wenn man sieht, was gerade in den amerikanischen Parks entsteht. Ein bisschen Hoffnung habe ich, dass wir davon auch einiges erleben dürfen. Vielleicht nicht in der Größe, aber zumindest einen Teil davon auch sicherlich hier. Insofern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt komme ich dann mal zu den Preisträgern. Ich habe jetzt da um 2020 hingeschrieben, eigentlich 2019. Aber wir wollen die Jahreszahl eigentlich sowieso rauslassen. Das war jetzt einfach nur, um zu verdeutlichen, dass es jetzt aktuell ist. Zum Bereich Kategorie Kirmes und Mobil. Gewonnen hat dort dieses Jahr der Dance-Mix von Jano Otten und Claudia Otten. Ich weiß, ich wollte mal noch fragen, wie man es ausspricht. Rules? Rules, ne? Ist ein Rules? Rules. Rules, okay. Otten Rules.
Das ist ein... X-Drive, also der Prototyp dieses Fahrgeschäfts, ein neues Fahrgeschäft von KMG. Ich habe mal ein kleines Video dazu mitgebracht, das vom unter einem, das eine davon stammt von Moritz Pohl. Vielen Dank, Moritz, für das Video, wo man das Ganze mal in Aktion sieht. Ich habe den Ton weggelassen, weil ich nebenbei noch ein bisschen was erzählen wollte. Die Premiere hat stattgefunden am 5.9.2019 in Volendam in den Niederlanden. Das ganze Ding hat drei Drehachsen. Man wird also relativ zügig, relativ schnell rumgewirbelt. Dabei bleibt das Ding eigentlich trotzdem relativ angenehm fahrbar. Die ganze Kiste lässt sich zusammenklappen auf einen Transport. Wer sich so ein bisschen für sowas interessiert und das noch nicht gesehen hat, guckt euch mal ein Video an, gibt es Aufbau von dem Ganzen, das ist total spannend, das ist überall mit Hydraulik und klappt sich quasi, baut sich quasi alleine auf, man muss nur noch die Gondeln irgendwie dran flanschen und dann dreht sich das Ganze. So, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, Freizeitparks, stationäre Fahrgeschäfte. Der Gewinner ist PortAventura mit Street Mission. Jetzt sage ich das. Also wer das noch nicht kennt, und es gibt ja immer so Leute, die wollen da quasi gerne selbst erleben. Ich zeige gleich Videos davon. Die halten sich dann die Ohren, Augen zu oder irgendwie, weiß ich nicht, rausgehen ist jetzt doof. Zum 50-jährigen Jubiläum der Sesamstraße hat PortAventura den ersten Dark Ride zu dem Thema bei uns in Europa eröffnet. Es gibt schon diverse Fahrgeschäfte mit dem Thema in den USA. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ich bin damit quasi groß geworden mit der Sesamstraße. Wir haben das damals im Kindergarten angeschaut. Damals waren das noch die eingedeutschten amerikanischen Varianten mit Vigo und allen möglichen Sachen, die auch alle hier in dem Fahrgeschäft vorkommen. Und ich lasse das jetzt auch einfach mal das Video laufen. Man kommt hinein, das Ganze ist im Themenbereich, den es ja schon gab in PortAventura der Sesamstraße, alles so im Comic-Stil gehalten. Man kommt hinein, der Wartebereich, auch so Comic-Geschichten. Grobi als Detektiv begrüßt uns. Es geht los in dem Ride mit so als Taxicabs gestalteten Fahrgeschäften. Das Ziel des Ganzen ist, der Cookie ist weg und überall liegen Teile dieses Cookies rum und man muss sie mit irgendwie solchen Cookie-Einfangpistolen irgendwie einsammeln. Höhepunkt ist dann die Fahrt durch das Schloss vom Count von Count. Hier im Video jetzt mal, man hat dann halt 3D-Brillen auf. Ist es etwas unscharf, was man jetzt so sieht. Ne? Man hat halt noch so ein bisschen hin und her gewackelt und ist ein sehr, sehr immersives Erlebnis, diese Fahrt. Und dann kommen wir zur dritten Kategorie. Nein, das ist eigentlich zum letzten gepasst. Also nach Polen haben wir ja in den letzten beiden Jahren Awards vergeben. Und in diesem Jahr machen wir es nicht. In diesem Jahr geht der Award nach Holland. Auch hier haben wir wieder ein Video von Bro, der hat heute sich auch schon das passende T-Shirt angezogen, habe ich gerade gesehen. Auch dafür nochmal vielen Dank. Ich lasse das mal so ein bisschen laufen. Also früher Robin Hood war ja noch eher ein bisschen zahm und dann haben sich die Leute gedacht in Bolivie, wir wollen noch mal ein bisschen was Ungezähmtes haben und bauen jetzt hier mit RSC einen Umbau unserer alten Holzachterbahn zu einem Hybrid-Coaster. Wir setzen auf die bestehenden Holzstrukturen so eine iBox-Schienensystem drauf und machen da ordentlich wilde Fahrfiguren mit viel Airtime, mit vielen krassen Sachen. Ton fehlt ja jetzt hier. In dem Video lacht Bro permanent die ganze Zeit. Also,
total coole Karre. Offensichtlich haben das auch viele insgesamt von euch so gemeint, die abgestimmt haben. Also ich denke wahrscheinlich wieder einmal ein sehr verdienter Preisträger als Achterbahn und eine tolle neue Ergänzung hier bei uns in Europa. Ja. Ich bin seit 2015 im Europapark, bin eigentlich gebürtiger Potsdamer, komme aus dem Osten. Oh, was? Das heißt, für alle diejenigen, die es noch kennen, den Spreepark, den habe ich tatsächlich noch miterlebt. Ich hatte immer schon eine Leidenschaft für Freizeitparks und irgendwann führte mich dann der Weg über Studium zum Europapark. Ich habe dann hier meine Masterarbeit geschrieben und bin 2015 eingestiegen im Bereich Eingangskontrolle. Also erstmal etwa, ich habe eigentlich meine Masterarbeit über RFID geschrieben, falls Ihnen das was sagt. Das sind die Armbänder in Disney World beispielsweise, My Magic Plus. Und hier auch in Rolantica das Rollerband. Und bin dann über den Herrn Kreff von Büren, das sagt ihm wahrscheinlich auch was, ist er seit 32 Jahren in dem Unternehmen im Europapark, bin dann halt hierher gekommen und habe erstmal im operativen Bereich angefangen. Weil das machen eigentlich die meisten. Erstmal operative Erfahrung am Gast sammeln und dann nach und nach Theorie mit einfügen und dann halt irgendwann mal stellvertretender Leiter im Rolantica werden. Eine zweite Halle dran spiegeln. Wir könnten wahrscheinlich auch noch einen großen Wellenpool, Wellenbecken draußen bauen. Ich sag mal 3-4 Rutschentürme sicherlich auch noch. Vielleicht passen da auch noch 2 Hotels hin. Und vielleicht passt da auch noch eine Wellness-Oase hin. Genau. Wir haben jetzt ein kleines, schnuckliges Resort, was natürlich aktuell noch ein bisschen vom Schuss liegt. Also viele Europapark-Gäste sagen dann, okay, die sind dann halt in Belrock und müssen extra rüberfahren. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass da noch vielleicht eine Monorail oder sowas kommt. Schauen wir mal. Margaret. Wann? Das war die Bestellung, genau. Genau. Also insgesamt 45 Hektar sind es. Wir haben jetzt 16 Hektar bebaut. Wir haben ganzjährig geöffnet. Da hatten wir am Anfang jetzt auch ein bisschen Kommunikationsprobleme, beziehungsweise viele Gäste dachten auch, oh, der Europapark hat geschlossen, Rolantica hat auch zu. Aber dem ist ja nicht so. Das mussten wir jetzt erfahren. Klar, man kann vieles planen, aber dann kommt es doch anders. Und das müssen wir jetzt natürlich nochmal explizit betonen, auch in der Werbung, in der Kommunikation, dass wir ganzjährig geöffnet haben. Zum Lazy River, der fährt ja direkt hinter der Bar vorbei. Ja. Könnte man dann schon noch so eine Durchreiche machen? Glauben oder nicht, das war auch so geplant. Das war tatsächlich, also so ein Drive-In war wirklich geplant. Aber wir haben es letztendlich nicht gemacht, weil die Stauungsfahrt so groß war. Aber überhaupt, ich bin jetzt schon reichlich Lazy River gefahren, ne? Aber noch nie einen, der so auf Speed ist wie der. Das ist so der Mack unter den Lazy River. So, oh, Kapazität, wir müssen maximieren. Das ist ja unfassbar. Ist zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Okay, also wir haben zwei Programme und wir können tatsächlich noch ein bisschen runterfahren. Ich hoffe, dass es nicht die höchste Stufe oder die geringste Stufe war, ansonsten können wir es halt nicht mehr runterfahren. Einmal ganz schnell Türen öffnen, durchlüften, Toilette gehen, Getränke holen, aber dann wollen wir auch direkt gleich weitermachen, dass wir, ja, der Plan sagt, in 5 Minuten uns wieder hier treffen. Beeilt euch einfach.
Ja, lieber Mike, und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Du schweißt ja förmlich danach, mit dem FKF und mit OnRide zusammen auf Tour zu gehen. Und hast vorhin selber gesagt, dass wir das noch gar nicht erwähnt haben. Das wäre für diese oder an dieser Stelle noch geplant. Deshalb, ihr wisst es alle, aber ich möchte es gerne an dieser Stelle nochmal erwähnen. Jetzt am kommenden Mittwoch, und zwar schon um 19.30 Uhr, da ist die Freischaltung für unsere große Japan-Tour. Freundeskreis Kindes- und Freizeitpark TV und OnRide zusammen. Was? Ja, Südkorea und Japan. Vollkommen richtig. Also, da dürft ihr euch dann alle fleißig anmelden und Bruno ganz genau, in dieser Sache unparteiisch, der hat es vorhin nochmal gesagt, die Tour, aber Bruno, wie oft warst du schon dort? Südkorea einmal, Japan fünfmal. Ich habe zum Thorsten gesagt, wer jetzt noch nicht da war, nicht bucht, kommt nie hin. Das ist ein super Preis und eine super Tour. Also, von daher freuen wir uns auf ganz, ganz viele Anmeldungen. Aber jetzt an dieser Stelle nochmal das ganz große Dankeschön an dich, lieber Mike. Und auf viele Freunde, dass du dich ein Geschenk hast. Und auch da, der Applaus gehört dir. Vielen, vielen Dank. Ja. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieser zweitägigen Veranstaltung. Es war unglaublich toll, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, also mir persönlich, und ich hoffe, es geht euch genauso. Und bevor ihr jetzt gleich alle wieder in die Welt verstreut nach Hause fahrt, möchte ich nochmal im Namen des Vorstands ganz, 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 ganz doll Danke sagen und möchte jetzt einmal das gesamte Convention-Team, die Aussteller, das Merch-Team und die Speaker, die noch anwesend sind, eben einmal hier nach vorne bitten. Ich kann mich da wirklich nur ganz, 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 ganz herzlich bei euch allen bedanken. Alle haben wahnsinnig viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Es macht aber auch wahnsinnig viel Spaß. Deswegen machen wir es immer wieder. Und ich glaube, das kann ich im Namen aller sagen. Wir freuen uns auch jetzt schon wieder aufs nächste Mal. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine nächste und auch eine übernächste Convention geben. Das können wir schon mal versprechen. Wir sind da auch schon in den Planungen. Auch das können wir schon sagen, wo das ganz genau stattfinden wird. Das wissen wir noch nicht. Das kommt aber da hinten. Sind ja einige wichtige Herren. Auch da können wir sagen, wir kommen auch wieder hierhin. Ganz großes Versprechen. Das heißt, wir werden auch wieder in den Europapark zurückkommen. Und ein großes Dankeschön natürlich auch an euch, an alle Teilnehmer, dass ihr gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Wochenende. Und ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr habt was gelernt, ihr habt einiges mitgenommen und einfach die Zeit gemeinsam unter den verrückten Freunden genossen. Dankeschön, kommt gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. So, ja, wie ihr seht, hat das Ganze jetzt ein Ende gefunden. Die Veranstaltung ist vorbei. Wir haben zum Schluss jetzt nochmal zwei Vorträge gehabt. Einmal zum Thema Rulantica, wie ja schon angekündigt, der neue Wasserpark. Das war aber auch immer so eine riesen Diskussionsrunde, weil es sollte auch von vornherein irgendwie so gestaltet werden, dass es eben eine riesen Diskussionsrunde ist, weil man halt auch ein bisschen Feedback haben wollte noch. Und ja, das hat es dann auch noch gegeben. Also jede Menge, aber ja. Ich denke, das hilft dann auch ein bisschen weiter. Es waren auch sehr viele Fragen aus dem Publikum dabei, die hätte man sich sparen können oder ein bisschen nachdenken selber beantworten können. Natürlich waren auch ein paar Sachen bei, die wirklich konstruktive Kritik sind und uns natürlich auch bei unserem Besuch aufgefallen sind, wie ihr eben im letzten Video jetzt auch sehen könnt, was ich hochgeladen habe. Aber der Park möchte es angehen, der Park möchte auch sehr groß noch erweitern. Also es wurde angekündigt, es wurde nicht wirklich angekündigt, es wurde halt einfach nur gesagt, was der Park noch möglicherweise in nächster Zeit vorhat in dieser Ecke da hinten. Die haben nämlich noch relativ viel Areal zur Verfügung und da soll auch schon im nächsten Jahr, also nicht 2020, sondern 2021 langsam was kommen und eine Erweiterung von Rulantica sein. Das zudem, danach gab es noch einen kurzen Vortrag, der jetzt auch nicht so kurz war, sondern auch eine Stunde lang wie alle anderen. Und der ging um die Statik von Holzachterbahnen, also die ganzen Berechnungen und sowas. Ich denke mal für viele ein bisschen eintönig, aber wenn man
Ich sag mal so, es wurde ziemlich gut erklärt, die ganzen Berechnungen und sowas. Und wenn man da so ein bisschen drinsteckt, versteht man das Ganze auch. Und ich war ein bisschen überrascht, mit welchen einfachen Mitteln man sowas doch berechnen kann. Weil das sind halt alles Rechnungen, die, wenn man sich irgendwie mit einer einfachen technischen Mechanik oder halt irgendwelche Schnittkraftberechnungen oder sowas mal auseinandergesetzt hat, auch sehr, sehr schlüssig ist. Und klar, es ist ein relativ großer Aufwand, das jetzt händisch zu machen. Deswegen gibt es da sehr viele Programme, die da geschrieben wurden und so weiter, dass man das Ganze eben auch computergesteuert so ein bisschen ausrechnen lassen kann, dass man da eben nicht Ewigkeit mit beschäftigt ist, aber auf jeden Fall mal sehr interessant, das so zu erfahren. Und zum Schluss nochmal, ja, ein sehr anspruchsvoller Vortrag, sage ich mal so. Ja, das soll es dann jetzt gewesen sein. Wir haben super gutes Wetter, wir stehen jetzt hier im Colosseo-Dings hier mittendrin. Das ist ja so in so einem Ring aufgebaut und ja, gerade lief hier noch die Wassershow. Eigentlich wollten wir da hoch. Offiziell ist das aber gesperrt wegen Glatteis. Man könnte da hochgehen, aber wir haben es jetzt mal gelassen. Und ja, damit soll es gewesen sein von dieser Convention, die in diesem Jahr etwas größer ausgefallen ist. Meiner Meinung nach, es waren jetzt nicht so viel mehr Teilnehmer als sonst. Klar, man hatte ein bisschen mehr Platz, war aber grundlegend genauso aufgebaut. Essenstechnisch gab es ein paar Schwierigkeiten, sowohl gestern als auch heute. Ja, und natürlich als großes Highlight gestern noch die Führung, von dem man dann punkten kann. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich nicht wieder hier stattfinden, so hat es auf jeden Fall geklungen. Sie wollen irgendwann wahrscheinlich sicher wieder hier hinkommen, aber nächstes Jahr wieder die Location wechseln. Natürlich auch in dem Sinne, dass das Event auch erreichbar ist in anderen Teilen von Deutschland. Vielleicht mal Norddeutschland, vielleicht ist mal der Hansapark dran oder mal Plon oder so. Dass man auch mal in andere Ecken kommt und auch andere zu diesem Event hinkommen. Ja, damit soll es das gewesen sein. Wir werden jetzt rausgehen zum Auto, nochmal rund 4 Stunden nach Hause fahren. Wir haben 16 Uhr, vielleicht 4-5 Stunden. Ich denke, dass Sarah und ich so, weil wir müssen auch nochmal 1 Stunde von da, wo wir rausgelassen werden, nach Hause fahren, so gegen 10, 10:30 zu Hause sind. Und ja, hoffen wir mal, dass wir uns relativ zügig wiedersehen. Ich meine, die Kirmes-Saison beginnt auch schon in 3 Wochen, ne? 3 Wochen sind es mittlerweile, glaube ich, nur noch. Und ja, die Zeit müssen wir uns jetzt ein bisschen totschlagen. Aber das kriegen wir sicherlich ganz gut hin. Das habt ihr ja, nee, noch nicht im Vlog gesehen. Da kommt noch ein Vlog, wie man sich die Zeit ein bisschen totschlagen kann. Und wir haben ja auch schon Ideen. Ja, wir haben auch noch ein paar Ideen, genau, das stimmt. Die eigentlich für 3 Wochen ausreichen. Das ist richtig. Gut. So, genug gelabert, wir gehen durch zum Ausgang und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!